Das Kreisarchiv Stormarn in Bad Oldesloe ist zuständig für die historische Überlieferung in der Region. Wir bewerten, verpacken, digitalisieren, erschließen und stellen die Scans anschließend online. Zusammen mit den Forschern werten wir sie aus und publizieren die Ergebnisse ebenfalls wieder im Internet. Das erste Datenset beinhaltet etwa 2400 Abbildungen aus der Denkmalpflege Stormarn, die 1974 bis 1999 aufgenommen wurden. Sie zeigen neben Gebäuden, Denkmälern, Alleen, Bauten auch sehr viele Grenzmeilen und Gedenksteine in ganz Schleswig-Holstein.